Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Update-Video zu meinem Kart. Heute soll es um den Bau der Aquahalterung gehen. Im Gegensatz zur Motorhalterung ist man beim Bau der Aquahalterung ziemlich frei bei der Position am Kart. Aber wer sich an das Einstiegsvideo zu diesem Projekt erinnern kann, der weiß, was ich in diesem Video über Fahrdynamik und Fahrverhalten gesagt habe. Und zwar, dass eine gute Gewichtsverteilung sehr wichtig ist. Und da die Akkus einen relativ hohen Anteil am Gesamtgewicht haben, sie wiegen etwa 15 Kilogramm, ist die Einbauposition nicht unerheblich. Also war für mich von Anfang an klar, dass die Akkus an der Vorderachse eingebaut werden müssen. Bevor der Einbau losgehen kann, mussten natürlich zuerst einmal die Akkus her. Ich habe dabei auf 3 12 Volt 14 Amperestunden Akkus von Amazon gesetzt. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. In Reihe geschaltet ergibt sich daraus dann die benötigte Spannung von 36 Volt. Das elektrische System konnte dann schon mal getestet werden. Wenn man alles einmal richtig verkabelt hat, dann funktioniert es schon so, wie es soll. Das ist auch die Idee dahinter, dass alle Komponenten, die man halt kauft, schon zusammenpassen und man nicht alles irgendwie selbst zusammenstellen muss. Nachdem ich dann die Maße der Akkus hatte, konnte ich mit dem Einbau beginnen. Die Befestigung der Akkus am Kart habe ich mit einem schon vorher besorgten U-förmigen Metallteil gelöst. Das habe ich nicht gekauft, sondern durfte ich mir bei einem örtlichen Metallbauunternehmen aus dem Altmetallcontainer mitnehmen. Zu den Materialien und Kosten werde ich aber auch nochmal ein extra Video machen, da erkläre ich das dann nochmal genauer. Jetzt aber zurück zur Akkuhalterung. Um dieses U-Teil sicher zu befestigen, habe ich wieder 3D gedruckte Teile verwendet. Die Form an sich habe ich dann noch passend zugeschnitten und dann konnte man sie auch schon vorne anbringen. In diesem Fall habe ich dann leider doch in den Rahmen des Go-Karts bohren müssen, und zwar je ein Loch pro Seite. Ich habe einfach keine andere Lösung gesehen, die nicht erheblich aufwendiger und genauso stabil gewesen wäre. Die Akkus passen perfekt in diese U-Form hinein. Mit rechtwinkligen Aluminiumprofilen habe ich dann die Begrenzungen gebaut, damit die Akkus nicht rausrutschen können. Ein kleines Problem ist dann aber doch noch aufgetreten, und zwar waren die Akkus mit der Querstange des Go-Karts zusammen mit den M8 Schrauben oben und unten zu hoch für die U-Form und die Akkus hätten nicht hineingepasst. Zumindest wenn man halt diese unten liegenden rechtwinkligen Profile mit je 2 M8 Maschinenschrauben befestigt. Man hätte andere flachere Schrauben verwenden können, aber ich habe es dann so gelöst, dass ich einfach die Köpfe abgeschnitten habe. Insgesamt geht es in dieser Halterung relativ eng zu und man kann die Akkus nicht einfach so nach oben herausnehmen. Das ist prinzipiell auch erstmal gut, da die Akkus so beim Fahren auf keinen Fall herausfallen können. Dennoch sollte man ab und zu mal an die Akkus rankommen. Aus diesem Grund habe ich dann noch einen speziellen Verschluss eingebaut. Diesen kann man von außen an der Unterseite öffnen. Innen sind 3D gedruckte Teile festgeklebt, die die Muttern für die ca. 1 cm langen M8 Schrauben dafür in Position halten. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Gurt, der die Akkus auch bei einer holprigen Fahrt sicher in Position hält, denn sonst besteht die Gefahr, dass die Akkus in der Form hin und her springen und so beschädigt werden können. Wenn auch das noch geschehen ist, dann ist die Akkuhalterung so gut wie fertig. Die Vorteile der Akkuhalterung sind neben dem tiefen Schwerpunkt für das Kart auch noch die federnde Wirkung der U-Form auf die Akkus sowie die gute Luftumströmung, da die Akkus ganz vorne eingebaut sind und die Form auch unten geöffnet ist. Ob die Akkus beim Fahren warm werden, das wird sich dann aber frühestens bei der ersten Probefahrt zeigen. So, damit ist auch schon wieder ein weiterer wichtiger Schritt geschafft. Bis das Kart dann endlich fertig ist und fahren kann, muss noch der Gaszug und das Steuergerät eingebaut werden. Aber darum soll es dann im nächsten Video gehen. Also seid gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Video oder zum Projekt habt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen, wenn ihr halt noch kein Abonnent dieses Kanals seid. In diesem Sinne macht es gut und bis zum nächsten Video.